blau. Ich bin grün. Und zusammen sind wir Super! Planet. Ich glaube, es wird wieder Probleme geben. Oh, das ist ja fies. Ach. Oh, ey. Dann nochmal raus. Ah, oh, nein, der blaue. Oh, shit. Das ist der Sieg, ne? Jetzt geht's weiter. Beach Spikers wird sehr interessant. Es wird ausgelost, mit wem ich spiele. Ja, also bei Beach Spikers hängt das stark an der Auslosung. Bei Beach Spikers Volleyball spielen wir jetzt ja 2 gegen 2. Und da kann man ja nur 50% einbringen und muss sich die anderen 50% auf seinen Partner verlassen. Und wenn der ein schlechtes Los wird, der Partner, das werden wir ja gleich sehen, dann wird es schwierig. Ich habe natürlich auch schon im Kopf Leute, mit denen ich lieber spielen würde und Leute, mit denen ich weniger lieb spielen würde. Aber das kann ich an der Stelle jetzt auch nicht sagen, mit wem ich nicht spielen will. Simon! So, Entschuldigung. Und deshalb schauen wir mal. Dann machen wir jetzt die Auslosung. Und Beach Spikers ist schon so eine Geschichte, die anderen haben nie verraten, mit wem sie spielen wollen. Ich sag's aber gerne direkt in die Kamera. Am liebsten mit niemandem von denen. Also, das glauben wir vor allem. Moment, der Ian. Der Ian ist die Lottofee. Der Ian Nein. muss jetzt... Doch, du musst... Der doch, gib die Kamera ein. Okay. Was? Aufkleber? Ja, der Ian zieht nun. Nein, jetzt machst du noch mal neu. Mal für die Kamera. Mal richtig. So, der Ian zieht jetzt hier nein, als Lottofee das Duo, das den Beach Spikers gleich miteinander spielen wird. Die anderen beiden sind natürlich dann. Spielen tut Böde. Und der Kollege Nils Bohmhoff und. Ich lass mir ja nichts anmerken. Budi. Der Kollege, damit bleibt das Schneewittchen Eddie bei mir. Ja. Nein, da habe ich mich drauf gefreut. Das ist ungefähr das, was wir auch oft schon zu Hause gespielt das haben. Das ist auch, wenn ich es ganz kurz sagen darf, du hast ja nicht gehört, du warst gerade draußen. Ach, es war genau, die Zuschauer sind Zeuge, es war genau der, wo ich eben noch im Einzelgespräch gesagt habe, das ist genau das, nee, weil wir sind beide emotional aus einem Holz geschnitzt. Ich weiß nicht, ob er das gesagt hat. Das altes Holz. Habe ich gesagt? Ich glaube es nicht. Ja, ja. Ich kenne ihn. Ja. Okay. Also, Habe ich ja auch gesagt. Habe ich ja in meinem Gespräch auch gesagt. Der Eddie, das ist ein Funskerl. So. So, alles das Problem ist nur, Ian, stopp jetzt. Was war eine gute Problem ist nur, der Eddie kann es nicht so gut wie ich. Das haben alle gehört. Ja. Gut. Warte, Budi, bis die Kamera fertig ist. Ja. Ich weiß auch nicht warum, aber der Budi befriedigt sich mit dem Kabel des GameCube-Controllers. Ekelhaft. Widerlich. Hört ihr mal auf, mein Teammate zu dissen, oder was? Folgendes Spiel, folgende Regeln. Beach Spikers, großartiges Spiel, GameCube-Fassung, super Disziplin. Wir spielen ein Tour zu. Letztes Mal wurden die Teams ausgewählt per Losverfahren. Und da spielen die Guten gegen die Bösen, die Hübschen gegen die Hässlichen, die Klugen gegen die Unklugen, was gibt es noch für positive Sachen? Die mit den Schritten gegen die genau. Zum Beispiel das und so. Die mit dem Sieg später und nicht mit der Niederlage. Hier wählen wir jetzt einfach unsere Teams aus. Genau, Bödefeld und Budi. Gegen uns beide. Tschüss. Lass uns spielen. Los. Beach Spikers. Yeah. Wir sind Kuba. Also, man muss dazu sagen, es wird gespielt Best of 3. Ein Spiel geht bis 15. Wer zuerst 15 Punkte hat, gewinnt den Satz. Und wer zuerst 2 Sätze gewinnt von maximal 3 Spielen, der gewinnt die volle Punkte. You heard it. Das Siegerteam beim Tour und Tour, muss man auch erklären, bekommt 3 Punkte. Das Niederlage-Team kriegt nichts. Okay. Gar nichts kriegt ihr, Freunde. Also, ein guter Punkt, für uns. Ja, deswegen werden wir es ja auch schaffen, weil es eben so wichtig ist. Go, go. Ja, sollen wir hier spielen? Machen wir krass. Wir machen ja keine Werbung für Cola oder so. Ich bin in grün unterwegs. Ja, stimmt. Budi ist grün. Ich bin orange. Yeah. Ich weiß blau. Gar nicht. Bist du blau? Ich bin rot. Würdefeld? Ich bin aber eigentlich auch blau. Ich bin rocken jetzt, ne? Ja. Ich weiß ja, hier ist die Australier. Jetzt geht los. Schon mal schön verhauen. Hast du. Na, okay. Wir reden nicht. Außer es ist nicht. Weg. Wir können ruhig reden, oder? Yes! Ah, das ist easy. Einfach. Ey, zu 0 gibt ein Kasten, oder was? Ja. Ein Kasten auf Maul. Da ist die falsch gesprungen, die Tante! Es tut mir leid, okay, das waren die lustigen 2 Punkte. So, jetzt geht's los. Das waren die lustigen 2 Punkte. So. Ganz cool. Ah, Sovereign. Oder wie Engländer sagt, Sovereign. Sovereign. Fantastic! Ah.
Hast du? Hab ich kein Ding, Alter. Heck ja! Er ist nicht schlimm. Ja, also erste Zerwürfnisse. Ich weiß ja, dass du das nur für die Spannung machst. Du bist wie immer so lieb. So lieb? So lieb. So, okay. Super Vorlage jetzt. Fantastic! Quantworts! Hol ihn! Hol ihn! Ha! Oh, shit. Schön hart. Ja, ich hab nicht aufgepasst. Ich hätte schon vorlaufen müssen. War klar, dass der da hängt. Schön hart. Fuck. Okay, jetzt. Eggis. Ich sag an 2-4. Ja, schön. Was, ne? Ja, ich wollte den eigentlich auch. Fantastic! Oh! Aber mit Druck. Hast du? Also, oh, ah, da hab ich's überrascht. Hab ich's überrascht! Hast du noch? Ja! Schön, Simon. Sorry. Das war schön. Das war gut. Hab ich selber nicht gesehen. Verdammte Scheiße, ey. Ah, nicht stimmt. Nee, ich weiß. Ich kann sie. Der Kasten wäre schön. Fantastic! Aber ey, ich hab gedrückt, es war wirklich einfach zu schnell eben. Oder zu gut. Ich nehme ihn. Ich war hier einfach. Ey, warum war der so lahm? So, hier, guck mal, den Power. Super, clever. Da ist Intelligenz. Da. Okay. Der Budi lenkt mich mit seinen dummen Weisheiten ab. Ich würde sagen, die Intelligenz ist da. Denk mal rüber nach. Ey, guck mal, der macht das nicht, diesen einen Move. Digga. Hab ich. So, jetzt wird aufgeholt. Und Druck. Ah, na bang! Ah. Guck, er kann ihn. Wie geht der mit? Was ist das? Rot oder? Rot, ja. Rot haben wir aber hier auch voll. Sind. Ja, aber es hat nicht geklappt. Bam! Und schön nicht gekriegt! Ah. So, jetzt holen wir auf, okay? Ich stehe 6-4, 6-3, 6-3 steht's. Alle low! Das ist krass, wie sich das Spiel hält, ne? Ja, jetzt hier, Verwirrungs-Action. Bam! Oh, da fällt's in den Sand, ne, weil sie keine Movies hat. Er macht den Move nicht, er macht den einfach nicht. Geht, glaube ich, auch nicht. Super gut. Was? Super gut. Der war mit auch mit 3. Hast du rot gedrückt oder X oder irgendwas? Fantastic! Hast du? Ja, ich hab's auch nicht hin, glaube ich. Ja. Oh, jetzt drauf! Komm! Ja, ja! Super schön! Hab ich. Schön, ganz schön. Mach die dir jetzt mal. Ja, aber wie? Jetzt macht er immer so. Macht doch so. Rot. Drüber unten und drüber rot. Auf kurzes Eck ziehen halt einfach. Ist ja nicht so, als ob wir dafür zu blöd sind. Macht's halt einfach nicht. Fantastic. Den kriegt er nicht mehr. Scheiße. So schön. Gabi. Ne? Gerannt. Alter, das wird jetzt eine geile Aufholjagd. Hab ich. Achso, jawoll! Jawoll! Ja, ja, ja! Hast du? Hast du? Ja, weiter. Ja, wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Ja, ich geh hoch. Gedorz! Hol ihn! Alter, so. Oh. Ich kann überhaupt nicht erkennen, wo der hingeht. Nee. Aber egal. Ich hab ihn. Hab ich. Oh, das war schön. Ja, das war super. Warte noch. Ach, kacke, die haben einfach auf den Weg. Ja! Ah. Ja! Super Regel, fantastisch. Replay. Das war gut. Das, obwohl der Kampf euch gar nicht geht. Das ist krass, ne? Ja. Ich würde den Nils gerne. Ha! Nee, brauchst du gar nicht. Kannst du gar nicht. Ey, wir müssen mehr in der Mitte bleiben, glaube ich. Also am Anfang, in Return. Oh, ein Ass auch noch. Ein Ass ist gut, ein Ass ist irgendwie. Das war kein Ass, das war ein Fehler für euch, oder? Nee. Jetzt haben wir keinen Aufschlag mehr. Oh. Ah. Ey, aber ich drück doch. Du hast doch gesehen, dass sie sich hingeworfen hat. Warum geht's denn nicht? Oh. Och. Schön.
Bulli hingetrieben. Ich hab ihn. Ah! Oh, was? Guck mal, was war denn das? Ey, wer von euch ist denn der Blaue? Ich. Wieso? Ja, ich will nicht, dass du mich auflöst in den Roten. Das ist so lächerlich. Ach du hier, hey, spiel, lass dich doch nicht von den Trotteln.